So, da sind wir wieder. Diesmal sogar mit eingestellten Munitionstyp wechseln und allem drum und dran. Jetzt ist meine Mauskontrolle weg. Da ist er. Alles klar. So, jetzt können wir hier auch vernünftig arbeiten. Und zwar vernünftigen Munitionstyp wechseln. Genau. So, noch die Granate leer machen. Jetzt einfach hier mal einen Sturmpanzer und fahren da dem Trupp hinterher. Unten rechts haben wir die Minimap, unten in der Mitte haben wir unsere Munitionsart. Hier was wir hier sehen. Ja, aber okay. Gerade einen Gegner gesehen. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Ach, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig noch. Aber was soll's, da müssen wir durch. So. Genau. Da sind wir. Und jetzt müssen wir da noch ein bisschen uns durchfuchsen. Also mit dieser Steuerung ist es echt nicht sinnvoll. Oder generell ist es wenig sinnvoll. Ich habe einen. Cool. Ich habe einen zerstört. Ich habe meinen ersten offiziellen Panzerkill in Boss Hunter. Yeah! Und zwar habe ich den Motor kaputt geschossen. Er ist wohl ausgebrannt oder so. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Okay. So schnell kann das gehen. Da ist er, da ist er. Squad. Treffer. Kind zerstört. Nanu. Zweite Kill. Und was haben wir hier? Da haben wir doch gerade noch einen gesehen gehabt. Ich will das mal auf andere Tasten legen hier.
Notiz an mich, bei hoher Geschwindigkeit nicht plötzliche Richtungsänderungen vorschlagen, weil das Fahrzeug sonst ausbricht. Aber was soll's. So, da hinten sehen wir einen leichten roten Schatten und die I-15, die sich da dran versucht. Das Sturmgeschütz, ist das ein Sturmgeschütz? Ist das, ja. Der scheint da leicht hinter dem Hügel zu stehen. Der Panzer brennt. Ja, und das war's. Scheiße. So, was haben wir da alles gekriegt? Also, das. Irgendwas erreicht? Ja, wir haben neue Ketten freigeschaltet. Und Tarnung. Genau, und packen die Forschung da rein. Alles klar. Da haben wir es doch. Gut. Ja, das war unser erstes Match. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter testen. Und ansonsten, bis später.